noch den Weizen mit hier. Pflanzen da neu an. Und machen noch die Möhrchen. Passt genau. Und am nächsten Morgen können wir dann... Okay, passt doch nicht genau, weil ich blöd bin. Und das gleiche zweimal gegossen habe. Weil ich das auch ein bisschen tatsächlich nicht so günstig gelöst finde. Mit dem Gießen. Aber kein Problem. Machen wir einfach die Nacht durch. Jetzt gibt es wieder ein neues Weltenstück. Perfekt. Können wir vielleicht das Ende des Regenbogens noch platzieren. Dann machen wir erstmal so. Dann können wir noch Zinn abbauen. Brauchen wir ja vielleicht auch noch. Wer weiß. Dann können wir ein bisschen Wasser abkochen, können selber was trinken und beim Abkochen auch was essen. Dann können wir vielleicht nochmal was angeln gehen oder backen einfach ein Brot oder freuen uns des Lebens, dass wir so viel Weizen haben. Erstmal machen wir jetzt hier. Zack. Und dann müssen wir das Feuer entzünden. Water. So, Water ist geguckt. Dann können wir das Wasser auf der neuen zuweisen. 8, 9. Trink was, Alter. Dann ruhen wir uns ein bisschen aus. Platzieren das Bergwerk Bahnende. So, und jetzt bin ich gespannt. Da werden wir gleich hineiern. Und dann bin ich gespannt, was bei rauskommt. So, ab geht's, Meisterlampe. Sattel das Pferd. Ja, ja. Nee, hier gibt's nichts Neues. Dann ab zum Wüstenhändler. Dann laufen wir hier rum und dann gehen wir zu unserem Ende der Bergwerkbahn. Ich bin da sehr interessiert. Erstmal holen wir hier das Kupfer mit. Das, wenn es schon da ist, sollte man es holen. Kann man ja nie zu wenig haben. Und dann nehmen wir hier die Kohle noch mit, weil ich ja meistens zu doof bin, drumherum zu laufen. Ja, das macht nicht komisch hier. Und dann müssen wir mal gucken, wo ich das Ende hin platziert habe. Es ist, glaube ich, das hier, ne? Jawohl. Das ist das Ende der Bergwerkbahn. So, und jetzt ist die Frage, wann kommt da was raus? Ich habe keinen Plan. Muss ich das erst bestellen? Wie ist da das Vorgehen? Sehen wir das Ding hier irgendwo langfahren? Muss ich irgendwelche Tunnel freisprengen? Denke ich zu komplex? Habe ich irgendwie... Weiß ich nicht. Warum ist denn hier so ein Hubbel drin? Kann das Vieh überhaupt da durch? Gescheit. Sehen wir das fahren? Hätte ich dahin gemusst? Da steht jetzt eine Lore. Ist das... Nee. Das ist ja eine... Da stehen überall Loren. Die sind ja jetzt nicht... Die fahren ja jetzt nicht ständig hier rum. Muss ich vielleicht... Ja, aber ich habe doch gesagt, die sollen was machen. Die haben doch einen Kuchen gekriegt. Wie ist da jetzt der Plan? Ich muss mal diesen Bergwerkmeister fragen. Ja, das muss ich mal machen, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung und davon ganz viel.
Wo ist denn der? Ah. Wo sitzt ein Schabrackenhorst? Mensch. Ah, das hier ist noch das Ende, ne? Das hier ist. Hier müsste das ganze Gelumpe ja ankommen eigentlich, ne? Na, vielleicht muss ich die erst noch dazu instruieren, dass sie mir was schicken sollen. Vielleicht war das noch nicht. Vielleicht hat es zu lang gedauert. Wer weiß. Vielleicht muss ich denen noch irgendwas bringen. Hier drüben sitzt doch so eine Knalltüte drin. Geh doch da. Da gehen wir doch jetzt mal gucken. So, pass auf jetzt hier. Das machen wir. Wir arbeiten für Sie, wenn Sie uns gut genug bezahlen. Und nur damit Sie es wissen, wir lieben Backwaren mit Winterbeeren. Ah, ich befürchte, ich habe so eine Befürchtung. Ich habe den anderen bezahlt, aber nicht ihn. Auf diesem Tisch bewahren wir eine Sammlung von Erzproben auf, die wir hier produzieren können. Nachdem wir die Erze von dieser Grabungsstätte abgebaut haben, schicken wir einen Karren mit der Ware los. Je mehr Gleise zwischen und der Sammelstelle liegen und je größer die Mine ist, desto mehr Erze können pro Karren produziert werden. Es können sich also lohnen. Okay, warte mal. Ah, nee. Muss ich? Ich. Gut, warte mal. Sicher können wir das. Standardgebühr ist eine Winterbeerenmuffin. Wenn Sie jedoch eine Winterbeerentorte für uns haben, arbeiten wir besonders hart für Sie. Ja, hab nix. Aber ich hab den anderen doch schon bezahlt. Aber das ist bestimmt, weil ich den nicht verbunden habe. Pass mal auf. Der andere, der ist da. Da ist der Minenausgang. Ja. Ich befürchte, dass es damit zusammenhängt. Da wäre natürlich jetzt eine Idee. Wir machen Tinte und reisen die drei ab und lassen. Das mache ich auch. Das ist das. Das mache ich. Ich habe da Winterbeeren hinbezahlt, Alter. Da muss ich mal gucken, wie ich Tinte herkriege nochmal. Und dann reiße ich das ab. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe die schon mit Torte bezahlt. Das sehe ich nicht ein. Ja, ja. Sattel dich. Ja, ja. Und ab an meinen Anbindefall, mein Freund. Wir brauchen erstmal Tinte. Mache ich die hier im Inventar? Wie war das? Da kann ich TNT erstellen, na, das ist schön. Aber keine Tinte. Gut, Tinte offensichtlich nur am Werktisch hier. An der Werkbank. So, Tinte brauche ich Blaubeeren und Federn. Also ich brauche zweimal Tinte. Das heißt, warte mal, das sind 8 Blaubeeren. Habe ich Blaubeeren? Ne, wahrscheinlich habe ich keine. Ne? Also wahrscheinlich schon, aber nicht genug. Dann gehen wir Blaubeeren sammeln. Ja, mit mir wird das nicht langweilig. Wir brauchen ja sowieso auch 2 Weltenstücke, die wir bauen können. Am Ende, wenn ich 2 abreiße, muss ich ja auch 2 oder 3 neue bauen können. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann 2 mindestens brauche. Gibt jetzt auch wahrscheinlich erstmal reichlich Blaubeeren. Und Eisangeln wollte ich ja auch noch, ne? Eisangeln. Wie viele Möhren habe ich noch? Das muss ich auch gleich überprüfen. Trinken muss ich was. Frage ist, ist Eisangeln so spannend? Wie viele Möhren sind noch da? Aha, gut. Noch 5. Warte. Ausrüstung? Habe ich die Wintersache dabei? Ne, die Wintersache habe ich weggeräumt, ne? Ja, gut. Aber jetzt erst 2-mal Tinte. Einmal. 2-mal. So. Oh, ich brauche sogar 4 Tinte. So ein Elend. Und dann fehlen mir 2 Blaubeeren. Ach Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Ich komme mir hier vor Kasport vor. Geben Sie mir bitte mehr Blaubeeren, Herr Captain.
etwas mehr Blaubeere, für etwas mehr Tinte. Zack. So. Das hätten wir erledigt. Ja, mach mal Tee und dann... Eins, zwei... Ich sag ja, ich brauche drei. Da eins raus mit Kurve. Ich hab's geahnt, dass es genau so kommt. Das heißt, wir müssen irgendwas machen. Warte mal, wie ist denn mit Ressourcen? Ah, da ist noch genug Platz. Gut, ich werde mal... Also erstmal können wir vielleicht noch ein bisschen Wasser holen. Und wir könnten... Ah, genau, wir könnten auch vielleicht nochmal hier Zeug schmelzen, weil Kupfer brauche ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt könnten wir auf Bronzebarren gehen. Da kann ich nicht so viel machen, aber das ist egal. Die machen wir jetzt erstmal alle zu Bronzebarren. Warum ist es eigentlich so, dass der was ausgräbt, aber es mir das Zeug nicht bringt? Das ergibt auch gar keinen Sinn. Achso, ich muss erst suchen. Okay. Naja, ich wollte noch ein bisschen was zu trinken holen. Wobei ich dafür zu erschöpft bin wahrscheinlich. Aber egal. Ich bin jetzt schon unbedarft losgelaufen. Noch ein bisschen Wasser wird wohl gehen. Vielleicht so drei. Ach, das Wasser ist erschöpft. Ah, den ganzen Teich ausgepumpt. So ein Mist. Hätte mir das mal nicht mehr sagen können, dass ich den ganzen Teich nicht leer machen kann. So ein Käse. Einfach den ganzen Teich. Da komme ich nicht drüber klar. Erstmal pennen. Das ist wichtig. Boah, jetzt geht's mir richtig gut. Noch so ein Fischspieß von vor drei Tagen zum Frühstück. Naja. Da läuft's. Da läuft's. Nochmal rumdrehen. So, pass mal auf. Wir platzieren jetzt hier das hier, ne? Das dürfte wohl gehen, wenn ich's drehe. Futzi, Mickey. Das haben wir platziert. Das ist toll. Dann gehen wir jetzt ein paar Bäume fällen. Da fangen wir hier einfach an der kleinen Kiefer an. Ne, du sollst sie nicht durchsuchen. Achso, ich sollte die Axt vielleicht da ausrüsten. Das würde der Sache wahrscheinlich helfen. Ich will den Hund nicht streicheln. Meine Güte. Jawohl. Ja, geh mal besser da weg, dass du das Axtblatt vom Kopf kriegst. Ich denke, das tut dir nicht so gut. Du kannst mir jetzt das Holz bringen. Ich muss nämlich jetzt Weltenstücke platzieren. Hier nehmen wir nochmal das. Das sieht irgendwie spannend aus. Zack. So. Nur noch eins. Dann haben wir's. Dann müssen wir mal gucken, was wir für Corpse Creek brauchen. Oh, hier ist schon was Verranztes. Ja, auf das Holz kommt es mir gar nicht so sehr an. Aber hier, Chucky bringt das Zeug ja. Chucky ist fleißig. Naja. Mittelmäßig fleißig, würde ich mal sagen. Ja, gib hier Kiefer. Kiefernharze. Eine Kiefer für jeden. Jetzt mach schon. Komm hier. Gib mir das letzte Weltenstück. Also es ist ja nicht das letzte. Das ist ja der Punkt. Ich muss ja auch noch, ich will ja auch noch Corpse Creek platzieren. Also ich brauche noch ein paar mehr eigentlich. Also das ist ja mit ihm. Er macht ja gar nichts mehr. Der ist ja völlig auf dem Urlaubstrip hier. Was ist denn los mit dir? Ja, den Gebuddel kannst du ja schenken. Ja, ich guck gleich. Hast du ganz toll gemacht. Du bist ein ganz toller Chucky. Chucky, geh mal das Holz holen. Hast du keinen Bock mehr oder was? Ah doch, jetzt hast du gemerkt, ah, Herrchen ist, Frauchen ist zu blöd. Ich mach das mal besser. Hast auch recht, die Organisation finde ich gut. Ich brauche ja zweimal Corpse Creek, also ich brauche noch mindestens ein Weltenstück. Krieg mal was.
Ich muss die vor lauter Schreck selber mal was trinken. So. Ich brauche noch ein bisschen. Komm her. Wir könnten ja zur Abwechslung auch mal Stein abbauen. Vielleicht bringt das auch mehr. Wer weiß. Sieht irgendwie nicht so aus. Aber dann gibt es immer noch einen Feuerstein. Aber vielleicht Kiefer. Kiefer ist effektiv. Wobei ich das Gefühl habe, dass es auch nicht mehr so effektiv ist, wie ich mal gedacht habe. Ah, das ist das Einsammeln, was es am Ende dann vielleicht effektiv macht. Okay, dann suche ich halt auch in deinem Loch rum. Das klingt auch falsch, wenn ich das so sage. Warum gräbt der Federn aus? Also Kaffeepflanze, komm her. Vielleicht mache ich mir nochmal einen Kaffee. Hier gibt noch mehr Kaffee. Vielleicht kann ich mir noch einen starken Kaffee machen. Wer weiß. Jo. Guter Chucky. Ganz toll, Chucky. Super. Das ist toll, dass du einen Schädel gefunden hast, Chucky. Ganz fein. Ganz feiner Chucky. Kannst du nicht was Produktives sammeln? Eisen, Kupfer, Zinn. Ganze Bronzebarren. So, jetzt habt ihr mir die ganze Zeit dabei zugeguckt, ich Bäume vertrimme, damit ich das letzte Weltenstück kriege. Ist das nicht... Warte, wir brauchen eine Kurve, ne? Oder? Wo sind wir? Plupp. Ah, da fährt mein Karren los. Habt ihr gesehen? Ich habe richtig vermutet. So, jetzt laufen wir mal kurz nach Hause. Ich muss ja Corpse Creek erstmal erforschen. Und dann habe ich ja noch zwei. So viel werde ich gar nicht erforschen können wahrscheinlich. Ich werde wieder irgendwas brauchen, was ich nicht habe. Ah ne, brauche ich nur Bronzebarren. Cool. Oh, das reicht direkt für beide. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch Canyon Corpse Creek brauche. Und dafür brauche ich noch einen Bronzebarren. Oh, das ist doch alles verarscht am Kunden. Na, Moment, da müssen wir hier nochmal die Möhre ernten. Ernte die Möhre, pflanze eine Möhre. Bewässer eine Möhre. Hast du gut gemacht. Rest kann stehen bleiben. So, ab aufs Pferd. Ja, ja, Wüstenhändler bitte. Hobby Galoppi. Ach, wird Nacht schon. Na, ist ja toll. Zumindest sind die Zombies noch tot, weil ich noch nicht geschlafen habe. Jetzt drehen wir uns mal und überprüfen, ob wir irgendwo Kupfer finden. Ich muss aber erstmal abchecken, wo ich das Ende hingebaut habe. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Komm, ich kann hier drüber laufen. Ja, danke. Das Ende müsste irgendwo hier rechts kommen, ne? Das ist ja schwierig. Da ist das Ende. Vielleicht ist der Karren ja schon da. Oh, das sieht schlecht aus. Wie lange braucht der wohl, bis der hier ist? Kommt der überhaupt hier an? Kann der überhaupt? Da kommt er doch. Der sieht aber leer aus. What? Ernsthaft? Ein Klumpen Steine? Ach, du Scheiße. Ja, wenn das nicht traurig ist, dann weiß ich es auch nicht. Er hat ein Klumpen Steine. Ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist viel enttäuschender, als ich gedacht habe. Also das ist sehr viel enttäuschender, als ich gedacht habe. Noch enttäuschender geht eigentlich nicht. Ich habe jetzt gedacht, da kommt ein ganzer Karren voll Erz an. Es ist bestimmt so, ich hätte die Strecke bestimmt noch länger bauen müssen. Aber ich bin davon ausgegangen, das wird vielleicht reichen, um 10 Erz zu kriegen.
Das ist jetzt wahrscheinlich auch alles, was die gemacht haben für die Torte, ne? Also der wird jetzt, da wird jetzt kein zweiter kommen wahrscheinlich, ne? Ich denke nicht. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die sagen, ja, komm, für so ein Törtchen, da schicken wir auch mal drei Wagen los. Wir können ja mal gerade gucken, ob wir den... Ne, so werden wir nicht sehen, ne? Ne. So sehen wir alles nur nicht den Karren. Toll. Jetzt, man kann natürlich jetzt... Naja. Halt gucken laufen, aber boah, das geht mir, das ist mir alles... Ach, das Ding ist doch nicht mal zu Hause bei denen. Ach du Heiland, deine Sterne, ist das langsam. Warum fährt denn der dann Looping?